Ja, herzlich willkommen wieder zu unserem nächsten Modul. Wir sind ja bereits in der zweiten Einheit. Wir beschäftigen uns heute mit dem zweiten Modul. Und ich bin überzeugt, dass diese Samen in dir, die wir in der ersten Einheit entdeckt haben, bereits durch das erste Modul begonnen haben, an Nährstoffen aufzunehmen, sich zu entfalten, sich also wirklich, damit sie immer mehr zur Blüte, zum Wachstum, zur Blüte kommen können. Ja, und um das noch wesentlich zu verstärken, haben wir im zweiten Modul das Thema Nutzen geben, Wahrheit. Das ist eine sehr entscheidende Sache. Erstens einmal, dass wir selbst den Nutzen erkennen, den wir zu geben haben. Was ist dieser ganz spezifische Nutzen, wo du Dinge auf eine Art und Weise tun kannst, wie nur du das kannst? Und sehr wichtig, was ist die Wahrheit über uns? Was ist wirklich die Wahrheit über mich? Wir kriegen ja aus dem Umfeld sehr häufig Dinge kommuniziert, die absolut nicht der Wahrheit entsprechen. Weil unser Umfeld uns sehr häufig den Mangel kommunizieren möchte, uns wieder versucht, Ängste zu machen, etc. Und hier ist es einfach wichtig, dass wir uns immer mehr auf die wirkliche Wahrheit, auf diese Wahrheit, die wir in uns, in der Tiefe unseres Herzens erkennen, dass wir uns darauf besinnen. Und hier ist vielleicht auch ganz entscheidend, wir haben den Menschen etwas zu bringen. Es geht nie darum, dass wir Menschen etwas verkaufen möchten oder irgendetwas an den Mann bringen möchten. Nein, je mehr wir erkennen, welchen Nutzen wir zu geben haben, umso mehr werden wir auch die Wahrheit erkennen, wie sehr wir fähig sind, den Menschen wirklich etwas Gutes zu bringen. Und das sind dann diese Dinge, die diese hohe Anziehungskraft entwickeln auf unsere Zielgruppe. Und zwar genau auf die Menschen, für die wir die richtige Lösung haben. Um diese Lösungen auch wirklich herauszuarbeiten, stellen wir uns wieder folgende Fragen. Dann kommen wir gleich zur ersten Frage. Was begeistert mich und motiviert mich wirklich von innen heraus? Also es gibt immer wieder dieses Thema, ja, warum sind wir nicht motiviert, beziehungsweise warum motiviert uns niemand? Wenn du das herausfindest, was dich wirklich von innen heraus motiviert, dann brauchst du keine Motivation von außen mehr. Du brauchst niemanden mehr, der dir sagt, in der Früh raus aus dem Bett. Du kannst es gar nicht mehr erwarten, den Tag zu starten, wenn du immer mehr herausfindest, was wirklich das ist, was dich von innen her begeistert. Und in der Regel hat es immer wieder sehr viel mit diesen ganz tiefen Sehnsüchten in uns zu tun. Je mehr wir das Gefühl haben, dass genau diese Sehnsüchte Befriedigung finden, umso mehr wird diese innere Begeisterung sichtbar. Zur zweiten Frage: Welchen Nutzen kann ich aufgrund der erkannten Werte geben? Wir haben ja erste Einheit, zweites Modul, haben wir ja ganz gezielt über diese Werte gesprochen, diese ganz spezifischen Gaben und Fähigkeiten in uns. Und jetzt ist einfach die Frage, wenn wir diese Gaben und Fähigkeiten einsetzen, welcher ganz konkrete Nutzen entsteht daraus für die Menschen, in deren Leben wir wirksam werden dürfen? Und somit sind wir auch gleich bei der dritten Frage. Wer braucht diesen Nutzen? Wo und wie erreiche ich diese Zielgruppe? Und hier auch ein Tipp, eine Inspiration. Diese Zielgruppe erreichst du am leichtesten, je bewusster dir selbst diese Dinge sind. Je bewusster dir der Wert dessen ist, was dieser Nutzen, den du zu geben hast, bewirkt. Und vor allem wirst du dann auch immer mehr automatisch Anziehungskraft auf die richtige Zielgruppe entwickeln. Aber es ist immer wichtig,
dir gleich Gedanken zu machen, wo hast du genau mit diesen spezifischen Dingen bereits jetzt oder in der Vergangenheit im Leben anderer schon gewirkt, wo du genau diese Ergebnisse erzielen konntest, die du dir gewünscht hast. Mach dir wieder so richtig bewusst, so ganz klare Situationen, wo du das schon erleben durftest. Zeichne dir hier wirklich immer wieder Bilder. Stell dir Situationen, denk dich noch einmal so richtig in diese Situationen hinein. Was hast du damals gemacht? Wie hast du gewirkt? Welche Ergebnisse wurden erzielt, etc.? Also je spezifischer du hier wirst, je situationsspezifischer du hier wirst, umso effizienter wird auch die Beantwortung dieser Fragen bzw. die Auswirkung von diesem Workshop auf dich bzw. auf dein Leben sein. Und in der vierten Frage: Spreche ich die Wahrheit über mich? Was sage ich über mich? Wie oft sagen wir so leichtfertig solche Dinge, oh, bin ich ein Idiot, weil wir etwas nicht so gut gemacht haben, oder naja, ich bin ja da eh zu dumm, oder einfach solche Sachen, das ist nicht die Wahrheit. Wir sind im höchsten Maß fähig, diese Dinge, für die wir wirklich verantwortlich sind, die wirklich unseren Lebensauftrag entsprechen, sind wir im höchsten Maß fähig, diese Dinge auch zu tun. Und das ist die Wahrheit über uns. Beziehungsweise spreche ich die Wahrheit über meine Werte, über meine Gaben und über meine Mitmenschen. Denn eines wissen wir ja auch aus den Schöpfungsprinzipien: so wie wir in den Wald reinrufen, so schallt es zurück, beziehungsweise was wir sehen, das werden wir ernten. Und indem wir uns selbst und anderen immer mehr die Wahrheit über unsere eigenen Werte zusprechen, verstärken wir einander. Andere beginnen dann immer mehr über uns die Wahrheit zu sagen, indem wir beginnen, über andere Menschen die Wahrheit zu sprechen. Ja, und auch diesen Bereich werden wir uns wieder in Bezug auf die Baumschule ansehen, welche Auswirkungen das hier auf unser Leben hat. Ja, und somit auch gleich zur ersten Frage: Was hindert mich, in Wahrheit zu leben und Nutzen zu geben? Vielleicht mache ich noch Dinge, für die ich eigentlich gar nicht zuständig bin. Vielleicht tue ich noch Sachen, für die ich aber nicht so wirklich, wo ich meine Gaben und Fähigkeiten nicht so wirklich ausleben kann. Vielleicht versuche ich noch einfach zu funktionieren und so weiter. Also, was hindert dich noch, die Wahrheit zu leben bzw. diesen Nutzen zu geben? Kennst du die Wahrheit über dich schon? Ich bin überzeugt, aufgrund der ersten Module, die wir uns schon angesehen haben, erkennst du sie immer schon mehr. Aber vielleicht war bisher das noch das Hindernis, weil dir die Wahrheit über dich noch gar nicht so wirklich bewusst war. Ja, und eine ganz wichtige Frage: Was werde ich in Zukunft nicht mehr denken, sprechen und tun? Also Dinge, die du über dich sprichst, Dinge, die du über deinen Partner sprichst, über deine Kinder, über die Mitmenschen, Kollegen, Vorgesetzten, wenn auch immer. Also ganz entscheidend, dass wir eine neue Denkkultur, eine neue Sprechkultur entwickeln. Dass wir uns immer mehr mit diesen Dingen füllen, wo wir wollen, dass sie auch aus uns herauskommen. Und die Folge wird dann automatisch sein, dass wir auch andere Handlungen setzen, nämlich aus diesem neuen Bewusstsein. Aber immer wieder wichtig, dass wir auch erkennen, wo wir noch Verbesserungsbedarf haben. Daher schauen wir uns auch immer das wieder an, was uns noch daran hindert, um dann sofort Lösungen entwickeln zu können. Und das wollen wir auch bei diesem Modul gleich wieder tun. Was ist zu tun, um in Wahrheit zu leben und Nutzen zu geben? Also, welche Schritte will ich hier sofort gehen? Vielleicht ist es die Informationsaufnahme. Vielleicht können wir auch
in manchen Schritten sofort in die Umsetzung kommen. Vielleicht müssen wir uns gewisse Dinge noch etwas bewusster machen. All diese Dinge können dir helfen, um hier erste Schritte machen zu können. Beziehungsweise, wo werde ich bewusst die Wahrheit denken, sprechen und tun? Das ist auch, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, dass wir immer mehr bewusst und ganz gezielt die richtigen Dinge tun. Denn wenn wir eine gewisse Zeit das bewusst machen, uns einfach dazu disziplinieren sozusagen, irgendwann wird es dann auch zur Gewohnheit, irgendwann wird es zur gelebten Kultur. Aber in der ersten Phase ist es einfach oft wichtig, es bewusst zu machen. Und dann erleben wir auch Schritt für Schritt die Auswirkungen. Ja, und aus diesem Modul wollen wir auch wieder das Größtmöglichste rausholen für uns, daher uns auch das Resümee wieder notieren, beziehungsweise uns, was ist unsere wichtigste Erkenntnis aus diesem Modul? Was ist das, was wir wieder ganz gezielt in unser Leben übernehmen und übertragen können? Ja, und ich wünsche dir wieder viel Inspiration. Ich freue mich auch, dass du den Weg so weit schon mitgehst. Und eines ist vielleicht ganz entscheidend, speziell für deinen beruflichen Bereich ist dieses Modul ein sehr, sehr wichtiges, wenn du wirklich Klarheit und Bewusstsein kriegst, was ist dieser gigantische Nutzen, den du geben kannst und immer mehr erkennst, dass das die Wahrheit ist, dass du im Höchstmaß fähig bist, diesen Nutzen geben zu können.